tot drauf, bin ich gestorben. Willkommen von den Empfangsgeräten, ich bin morgens Jakob von den Franka und ich bin in Trackens Prophet und im Raid Dungeon mit Minus-Kollegen und von einem alliierten Clan zwei Mitglieder. Die sind so freundlich. Und ziehen mich, so dass ich das ist gar nicht so leicht. Jetzt weiß ich, was er gemeint hat mit Jump'n'Run Element. Ich habe gerade gesagt, jetzt weiß ich, was du gemeint hast mit Jump'n'Run Element. Also es gibt schon Leute, die hier so failen, dass die den Dungeon teilweise nicht viel weiter laufen können. Obwohl beim nächsten Boss gibt es dann eine Cutscene-Sequenz und dann wird man automatisch nach dem Boss-Tod wird man hingeportet. Okay, jump and run. Wollt ihr die Drohne aufmachen? Ja, ja, passt. Es sind noch nicht alle da. Ach so, Theo ist da hinten noch. Komm, Theo. Also, jemand war gestorben, oder was? Die Lava ist selbst für uns noch gefährlich. Konnte ich mir auch drauf. Oh, leider kein Leben. Ich finde das so lustig, dass die Feonia ein Typ spielt und ich spiele eine Tussi. Das finde ich so großartig. Und das bestätigt mir meine Theorie. Da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran, dass man das andere Geschlecht spielt, weil meine Theorie ist, ich gucke ja diesen Charakter ständig, also ich gucke ja ständig diesen Charakter, wenn ich mit ihm rumlaufe und kämpfe. Und warum bin ich denn die ganze Zeit, warum soll ich den Spaß haben, die ganze Zeit einen Typ auf den Po zu gucken? Aber ich weiß jetzt nicht, wie weit du schon rumgekommen bist. Dir wird auffallen, dass ca. 80% der Bevölkerung weiblich ist. Also hier in diesem Land. Ja, die sehen ja auch deutlich, die sehen ja auch deutlich besser aus. Und außerdem haben die weiblichen Charaktere in diesem Spiel einen anatomischen Bonus, den es in der Realität nicht gibt. Es ist mir absolut schleierhaft, welcher etwas sexuell notbedürftige Entwickler das eingebaut hat. Aber wenn man sich diesen weiblichen Charakter in Ruf und frontal anschaut, dann sieht man, dass diese Brüste sich asynchron zum Atmen bewegen und zwar noch asynchron zueinander. Also die linke und die rechte Brust bewegen sich völlig gegensätzlich zueinander. Ach, ich schon mal hingesetzt. Und vor allem, die bewegen sich immer. Ich weiß nicht, vielleicht... Die sind quasi lebendig. Mal an die Frauen, die das jetzt gucken oder so, postet mal, können eure Brüste sich einfach von alleine bewegen in verschiedene Richtungen? Wenn ja, meldet euch bitte. Ich gebe euch was zu trinken aus, ich will das sehen. Wenn du auf X drückst, kannst du dich hinsetzen, das ist ein kleiner Bug. Wenn du dann ranzoomst, siehst du, dann kannst du das sogar zwingen. Also mit die wackeln doch allein immer irgendwie seltsam. Moment. Drück mal auf X. Aber. Jetzt tu mal ran. Das geht irgendwie nicht, weil bei mir irgendwie. Warte mal. Beim nächsten Boss kannst du übrigens auch. Ah, gerne ja, jetzt sehe ich, weil der ganze Zeit waren noch diese Items davor, die musste ich erst wegklicken. Meine Herren. Ich weiß nicht genau, gut, vielleicht liegt es auch an diesem Planeten, auf dem wir uns befinden, der ist tektonisch extrem aktiv. Und wenn man sitzt, dann werden diese Schwingungen über den Erdboden weitergegeben. Du kannst hier ruhig reinkommen, wenn man stirbt, wird man hergeportet nach einer Zeit. Also, ich hoffe, dass meine Festplatte noch genug Platz bietet. Ich habe vorher extra ein bisschen mehr Platz gemacht, aber das erste Video ging recht lang, war bestimmt sehr groß. Ich hoffe, dass jetzt das nicht einfach mittendrin abbricht, das wäre echt blöd. Okay, wollen wir? Ja. Erstmal springen. Da ist Lava. Hüpf. Ja, der einzige Safety-Punkt ist, wenn du mal kurz... da hinten an der Wand ist so ein kleiner Vorsprung. Wenn man sich da drauf stellt. Wir sind ausgesperrt durch so Eiskristalle, aber nicht nur ich, sondern auch der Meklumnikorn. Keine Ahnung. Okay, auf keinen Fall gegen die Kristalle laufen, die töten. Bleib da stehen. Jo, mach ich.
Das ist Speedy Gonzales Drache, oder? Der schnellste Drache von Mexiko, so wie der hier rumrennt. Naja, der kommt nur ab und zu mal kurz runter, dann kann man Schaden machen und dann ist er auch schon wieder weg. Das ist der Cocaine is a hell of a drug dragon, ne? So wie der hier die ganze Zeit rumeiert. Meist dann durch die Luft, der trifft. Geil, der hat mich trotzdem gekillt hier hinten. Kannst du nicht bis Level 10 irgendwie auch auf Wiederbeleben kostenpflichtig drücken, aber ohne dass er dir... 19, glaube ich. Ah, okay. Bist du bist Level 20, oder nicht? Weiß aber nicht. Ich bin wieder am Eingang. Ah, okay. Ja, ja, wahrscheinlich, also, weil ich halt nicht mit reingegangen bin zum Kampf. Bei einem also bei den kleineren Leveln ist es noch möglich, wiederzubeleben, ohne dass es kostenpflichtig ist. Aber ich glaube, Level 15 war, glaube ich, die Levelgrenze, wo es nicht mehr geht. Oh nee, ich darf ich ja wieder Jump'n'Run über diese Lavasee machen. Oh, nein, weil du bist ja... Glauben an dich. Nach dem Boss wirst du ja hingeportet. Sicher? Ja. Okay. Gibt's Kino? Ich lauf trotzdem mal in die Richtung. Ja. Kannst du den Dungeon, wenn er geklärt ist, ja mal anschauen. Ja, es wäre jetzt irgendwie blöd, wenn genau bevor die Cutscene kommt, die Aufnahme sich allein beendet, weil die Festplatte voll ist. Ah, ich bin da immer so unersättlich. Ich muss da immer so viele Games installieren und Mods. Ich habe im Moment, glaube ich, 82 Computerspiele installiert auf meinem Rechner. Und Modifikation. Und weg ist er wieder. Da fragen mich die Leute, warum ich 2 Terabyte Festplatte brauche. Oh, ich habe einen Händler im Bossraum aufgestellt. Wer braucht? Ruf auch mal einen. Wir sind jetzt so allein, deine. Muss ich auch denken. Wo bin ich hier gelandet? Doch, Nathalie. Ja. Ja. Wer es verkaufen muss, ich hab's gerade. Man muss hier ja eh warten bei dem Boss. Es gibt übrigens einen kleinen Bug, wenn du Flinkfußdrachen oder Farbelegis hast, die laufen, wenn sie auf Aggro gestellt sind, hin zum Boss, bevor er runterkommt. Dabei kannst du sehen, dass du loslaufen musst. Letzte Boss ist übrigens auch schön, da siehst du auch alles vom Bossfight, wenn du draußen stehst. Okay, cool. Da macht er auch relativ beeindruckende Moves. Kann halt sein, dass ich kurz die Aufnahme unterbrechen muss bis dahin, damit ich eben die aufgenommene Videodatei in MP4 konvertiere, damit die Festplatte wieder leer wird. Weil wie gesagt, bei Dragon's Prophet, aufgrund der doch recht schönen Grafik, sind halt die aufgenommenen Videodateien extrem groß. Da steht irgendein Vieh mir im Weg bei diesem Lavasee. Ein Drachen irgendwas, Drachentempel, Konservator. Level 90. Den gehe ich mal bis aus den Füßen. Ja, wegrennen. Oh, ich kann den Kristall nicht wegräumen. Da fliegen auch noch andere Drachen. Der Drache, der fliegt, wenn es ein gelber, ein goldener ist, dem auf jeden Fall aus dem Weg gehen, weil der ist sozusagen der Alarmtyp. Wenn du dem in die Aggro-Range gerätst, wachen die ganzen anderen Mobs auf. Oh ja, da oben fliegen sogar ganz viele unter der Decke, wo die Lava von oben runterkommt. Ah, jetzt kommt jetzt kommt Cutscene. Ja, ist nicht lang. Ja, aber ist auch immer wieder schön. Ich finde das immer erfrischend. Okay, jetzt habe ich natürlich einen Einblick in die Geschichte kurz vor wahrscheinlich vom Abschluss oder so bekommen. Nee, da kommen noch 2 Zonen. Okay. So, ich habe mal gelootet. Ist irgendwas dabei? Drachen macht. Oh, ein lila Bogen war dabei und Blitzkern für den Drachen. Ich brauche ihn nicht. Noch ein Blitzkern. Ach, Lootpad hat gelootet.
Ich drück natürlich nie irgendwas, ja, das ist klar. Mir geht's ja nur um die Exp. Also wenn du es aufgeben willst, dann F10, ansonsten ja, mach ich ja, grün und blau darfst du, glaube ich, klar. Ich drücke halt einfach gar nichts und laufe euch einfach hinterher, da kriege ich ja auch nichts. Ja, F10, der macht sowieso F10, wenn der Loot da unten ausläuft. Also einfach F10 drücken, dann kannst du es wegdrücken, ohne dass du irgendwas bekommst. Naja, schon Level gemacht wieder? Nee, ich häng noch bei Level 19. Aber okay. Noch ein bisschen was, dann bin ich Level 20. Ja, also wenn man zu zweiten Dungeon läuft, gibt's halt mehr XP. Du hast oben wahrscheinlich auch so einen Buff, das sieht aus wie so ein kleines goldenes Papier. Ja. Das ist der Gilden-Buff, das wurde mit dem letzten Patch eingeführt. Jetzt, wenn die Leute unter Level 90 sind und mit High-Level oder über ihnen halt Leuten Dungeons laufen, kriegen die einen XP-Boost und andere Vorzüge. Und wir kriegen ein Achievement langsam erfüllt. Ich mache gerade so ein paar Nahaufnahmen von den verschiedenen Drachen, die ihr da habt. Weil jetzt kriegt man ja ein bisschen Einblick in was es alle so coole abgefahrene Drachen und so unter anderem ja gibt. Aber wo kann's ziehen? Freut ihr euch auch so wie ich auf den dritten Teil vom Hobbit im Kino dann? Mhm. Hoffentlich wird der besser als die anderen Teile. Och, ich fand die nicht verkehrt. Man muss halt ausklammern, welches Buch als Grundlage, sonst verwirrt einen das. Ja gut, aber wie gesagt, ich habe mir eigentlich mehr versprochen, nachdem man Herr der Ringe gesehen hat. Ja gut, aber hast du den Hobbit mal gelesen? Ja, habe ich, klar. Ja, dann der Hobbit gibt ja eigentlich noch weniger her, als die Filme draus gemacht haben. Die Filme bedienen sich ja noch ganz extrem den anderen Büchern hier, Nachricht aus Mittelerde und sowas und Lost Tales und keine Ahnung was alles. Und natürlich haben sie ganz viel Hollywood reingepackt mit weiblichen Hauptdarstellern, die bei Tolkien ja irgendwie immer in die Tonne kommen. Das war bei Herr der Ringe im Buch ist ja die Arwen und die die Dingsbums, wie heißt sie, aus Rohan, die Blonde, die immer die hässliche Suppe macht, die keiner essen will. die nicht kochen kann, immer traurig ist. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie sie extrem schlecht singt. die singt doch bei der Beerdigung von ihrem Bruder. Vor den Hallen von Meduseld. Ist ja wurscht. Ja, auf jeden Fall, die haben sie extra für die Filme noch ausgebaut, gerade die Arwen und so. Tolkien, man merkt, das ist ein anderer Jahrgang. Frauen sollen hübsch sein und ansonsten die Backen halten. das merkst du so richtig in den Büchern, für die Filme haben es dann doch ein bisschen angepasst. Naja. Nicht umsonst singen ja auch die Fantastischen Vier, welcher Film den Oscar erhält, in dem die weibliche Hauptrolle fehlt. Warten wir jetzt? Ja, und Wolf, ich finde es eigentlich ganz cool, was sie aus dem Hobbit gemacht haben. Ich hoffe ja persönlich, dass dadurch, dass sie ja wieder Unmengen Geld gescheffelt haben mit der Lizenz, dass sie sich jetzt aufraffen und verschiedene Geschichten aus dem Silmarillion noch verfilmen. Hier Hurins Kinder oder eben von mir aus auch Feanors Fluch, also ganz am Anfang der Raub des Silmaril oder keine Ahnung was. Da gibt es so viele Möglichkeiten, so richtig coolen Geschichten einfach rauszusaugen aus dem Silmarillion. Silmarillion selbst kann man ja nicht verfilmen, das ist ja wie die Bibel. Aber okay, halt wollen wir los? Also du bleibst dann hier da, wo du gerade stehst, also ungefähr da, wo ich jetzt gerade langlaufe. Ich laufe gerade hin und her. Wird da gleich Lavaklumpen hinwerfen, die Barrikade bilden. Wenn du dazu nah rangehst, stirbst du. Gut, ich bleib hier hinten. Also hinten im Tunnel bleiben, bis du abschätzen kannst, wie groß die sind. Okay. Gott. Übrig geblieben haben. Okay. Jetzt macht er wahrscheinlich gleich am Anfang die erste One-Hit. Ja, da kommt sie.
alle noch auf den Drachen zu. Ganz an den Rand laufen, da kriegst du keinen Schaden. Bei dem Wellen-Feo gibt's einen Tipp. Lauf immer zu der Wand, wo das Herz ist. Das große Pochen da. Ich hab's gerade auch überstanden, ohne Schade da am Rand. Ja. Ella hat einen schönen Drachen. Ella, hast du eigentlich auf deinem Silberdorn auch schon diesen einen Skill drauf, der Drachenzauberschaden verstärkt? Drachenzauberschadenbeschwörung. Den findest du neuerdings, seit der neuen Zone findest du ihn in bei Flötenlegis. Ja, ich weiß, aber... Die Flötenlegis? Ich bin mir nicht sicher, also, ob der wirklich so toll ist. Es gibt so ein schönes Gilden-Feature, das ist das Gilden-Heiligtum. Das ist so ein kleiner Ort, da kannst du dich hochporten. Da kannst du zuvor vom Drachen gesuchte Drachenflöten spielen. Damit kannst du random Drachen spawnen. Es können sogar legendäre sein. Scheiße. Oh, Eule ist tot. Bleib liegen, vielleicht kriegst du noch Loot. Ich hab schon gedacht, wie du gesagt hast, Flötenladies, da hab ich direkt gedacht an damals im Ferienlager. Panflöte. Alter. Ah, gleich ist er tot. Gestorben. Wow. Ja, du sitzt ja immer noch auf dem Drachen. So. Ich habe ja kein einziges Mal Schaden bekommen. Im Drachen, komm. Also bei diesem Hits da. Jo, warte mal kurz. Bitte, bitte. Oh, scheiße. Scheint nicht dabei zu sein. Vitas Schlachtbogen. Darf ich den haben? Dann ist aber Schaden und Fokus. Ja, zweimal. Okay. Echt? Verdammt. Auf zwei gesteckt. Ich hab mal nur gegiert. Naja, egal. Ja, naja. Ich konnte nie sehen, was das ist. Ja, und 120 Skurrilessenz, die kann, glaube ich, Dings hier vielleicht auch looten. Ich weiß nicht. Kann jeder die nehmen? Ja, oder? IDK. Naja, ansonsten oben links ist so ein schönes laufendes Männchen. Da draufklicken, um den Dungeon zu verlassen. Ah ja. Einfach draufklicken jetzt? Ja. Du aus willst, wenn du noch hier bleiben willst und den toten Drachen anschauen willst? Nö. Wobei, okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, mit welchem Level ich mit euch reingegangen bin. 12? 13? Ich glaube, du warst... 16. 8. Was? Echt? Nee, so tief noch. Nein, ist er schon mit 16. Wir haben ja davor ja, schon... Ja, aber das lag schon daran, da, weil wir vor dem Dungeon... Genau. Bin schon da können wir jetzt noch ja einen Dungeon-Run gehen, dann wirst du schnell heute noch Level 30 oder... Ja, man muss halt auch bedenken, das ist zwar jetzt ein hochleveliges Dungeon, aber da sind nicht viele Mobs drin. Ich höre euch gerade nicht zu, ich gucke mir gerade Luna Zoe an, von den Origins. Das ist mein anständiges Kostüm. Sehr stoffsparend, ja? Sehr nachhaltig gedacht. Das zu stoffreier wird die Rissi bei den Frauen. Das ist ja noch viel Stoff, da gibt's noch ganz andere Sachen. Ich habe doch gewusst, da arbeiten nur männliche Entwickler. Also es gibt eine Rüstung zu kaufen im Dia-Shop, die ist freizügiger, als wenn du dir einfach deine normale Rissi ausziehst und nur in Unterwäsche rumläufst. Ja, hervorragend, da weiß ich schon, wie ich die restlichen Let's Plays verbringe. Mensch, wie hast du es geschafft, so viele Klicks auf dieses Let's Play zu bekommen? Ja, ich weiß auch nicht. Schleier auf. Geht da gerade jetzt hier in die Eierrunde und schaust alle Kostüme an. Genau, wobei da kriege ich wahrscheinlich von YouTube einen Strike, weil das sexuelle Inhalte sind. Naja, also was die da im Lokalchat schreiben, damit die deren Dracheneier versorgen. Da kommt dann sowas wie, bitte Eier streicheln, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Ja, okay, dann gibt's auch schöne Witze wie Osterei oder so. Da kann man halt sehr große Vergleiche rausziehen. Ich mach mal willst wieder. Du mal einen Dungeon mitgehen? Bist ja klar, Level, ich will ja noch heute auf Level 100 kommen oder so. Warte, dann löse ich die die Gruppe auf und lad euch nochmal einzeln ein, dass wir nicht so ein blödes rotes Ding haben, sondern eine richtige Gruppe. Ausgruppe entfernen. Ausgruppe entfernen. Ausgruppe entfernen. Hier kurz stehen bleiben.
da habe ich ihn und Feo. Helle, willst du auch noch mit, oder? Nee, brauche ich nicht, danke. Okay. Und dann fliegen wir mal mit den Drachen darüber. Wenn du auf O drückst, kannst du, glaube ich, auch jetzt ein paar Achievements einsammeln. Gibt's ein bisschen Gold und so. Dafür, dass du mit warst. Was? Warte mal kurz. Eben Level 20 gemacht. Ja, ich bin ja Level 20 nur. Das liegt daran, es ist jetzt... Schön. Es ist eine... Ja, hier sind unglaublich viele Mobs um diesen Tempel herum. Das lag übrigens daran, hier ist so ein kleiner... Wir sind so kleine Mobgruppen, aber da wir eh eine kleine Gruppe hier haben, nur 3 Leute, kommst du entsprechend mehr XP. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel die Gruppe aus 3 Drachen one-hitte, müsstest du jetzt schon wieder die Hälfte unten voll haben. 3/4. Ja, und wenn wir jetzt... Und 21 gleich. Ja, ich kill noch einen Mob. 21. Ja, so schnell geht's. Und wenn du es jetzt im Dungeon mit uns läufst, dann viel Spaß beim Attribute verteilen. Ich muss es erstmal wiederfinden. Ja, ich komme mal eben. Warte, wir sind... Bist du? Ich okay, muss die Aufnahme kurz unterbrechen, weil ich niesen musste. Und wenn ich niese, fliegen andere Menschen die Trommelfälle weg. Ja, es gibt ja Menschen, die niesen. Wenn die niesen müssen, dann niesen die so 2-3 Mal so leicht hintereinander. Kennt ihr vielleicht so dieses Hatzi, Hatzi, Hatzi? Hatzi. Das gibt's bei mir nicht. Das gibt einmal, aber das ist markerschütternd. Naja, meine Mutter fragt, wenn sie genießt hat, immer, ist jemand verletzt? Ja, sowas ähnlich kann ich auch fragen. So. Der Bruch ist jetzt ein bisschen abrupt, es tut mir auch leid. Ich vergesse immer mal wieder, wie naja, wie schnell so eine Festplatte volllaufen kann, wenn man relativ lange am Stück aufnimmt. Und gerade das Spiel ja produziert ziemlich große Videodateien. So, wie man sieht, haben wir noch einige Zeit gespielt. Bin jetzt Level 36. An der Stelle erstmal nochmal ganz herzliches Dankeschön an die Clan-Mitglieder von den Minus-Kollegen, aber vor allem an die bezaubernde Fionier von, das habe ich mir verdrängt, von welchem Clan die ist. Also auf jeden Fall ist sie von einem alliierten Clan von uns. Und mit ihr bin ich noch einige Stunden herumgezogen und wir haben noch ganz viele Quests gelöst und eben meinen Charakter weiter aufgebaut. Und ich habe jetzt auch ganz tolle Drachen. Einer davon steht hier hinter mir. Hüpf mal drauf, Beecher. Ja, der kann auch Drachenfeuer spucken. Also ich habe jetzt auch Kampfskills. Vom Drachen herunter zu kämpfen. Leider habe ich jetzt festgestellt, gibt es keinen Skill, mit dem man während des Fluges quasi Feuerbälle nach unten spucken kann und stuckermäßig kämpfen. Das hätte ich natürlich persönlich sehr geil gefunden. Aber naja. Trotzdem gibt es hier sehr schöne... Moment, ich hab's... Ich bin immer noch extrem erkältet. Ja, sehr schöne Kampfskills mit dem Drachen. Das nimmt das Ganze für mich natürlich auch sehr viel Fahrt auf. Ich habe natürlich weiterhin vor, die Quests zu spielen, wobei ich halt jetzt natürlich einen gewissen Vorteil habe. Zumindest die Quests bis Level 36 dürften jetzt nicht mehr so das große Problem darstellen. Ich hätte natürlich jetzt einfach das Video so einfach stehen lassen können. Dann hätte ich jetzt nicht so den Bruch gehabt, aber ich finde das immer schade, wenn ich so ein Video einfach so quasi mitten im Nix so klack weg, ohne Tschüss zu sagen oder einfach nochmal ein abschließendes Fazit. Also, um das Video jetzt einfach mal abzuschließen, wir haben sehr lange gegradet noch, um meinen Charakter hochzubringen, wir haben ihn schön ausgestattet, es hat sehr viel Spaß gemacht, es sind sehr nette Leute, kann ich nur empfehlen. Das ist natürlich auch eigentlich so der Grund, warum wir doch überhaupt MMOs spielen. Und nicht Singleplayer, weil ganz oft zum Beispiel bei Spielen wie World of Tanks, da sitzt man vor dem Computer, beißt sich in der Tischkante fest und jammert so, verdammt, Scheiße, warum kann ich das nicht Singleplayer spielen? Die KI wäre schlauer. Ja, das sind aber Spiele, wo man relativ wenig sozialen Kontakt mit den Mitspielern hat. Also, es sei denn, es ist ein sozialer Kontakt, wenn ich mit dem Tigerpanzer ihren T-34 in die Luft springe. Aber hier in solchen Rollenspielen, das ist ja im Prinzip das Herz und die Seele von MMOs, weil man hier tatsächlich sozialen Kontakt hat, indem man wirklich mit den Leuten sich unterhält und wirklich Zeit verbringt. Gut, dann denke ich, ist es jetzt auch genügend an diesem Video. Im nächsten Video spiele ich dann wieder Quests, werde ich wahrscheinlich wieder alleine spielen, um eben die Questreihe nach und nach hier diese Story wegzuspielen, damit ihr die zu sehen bekommt. Ich möchte mich einfach nur nochmal bedanken und dann
Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Spiel, im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.